Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie man mit OpenOffice die Nummerierung oder die Aufzählungszeichen einfach an- und ausmachen kann. Also hier oben sehen Sie hier, haben wir diese Nummerierung und wir können zum Beispiel, momentan ist es aus, wenn wir anmachen wollen, dann drücken wir drauf, dann ist es schon an und Sie sehen schon, wir haben eine 1 hier. Das heißt, es wird schon nummeriert. Und wenn wir wieder ausmachen wollen, dann drücken wir drauf und es ist aus. Also an und aus, Nummerierung an und Nummerierung aus, sehen Sie. Wenn wir auch die Auszählungsliste an- und ausmachen wollen, dann geht es auch genauso. Dann können wir einfach draufdrücken, dann haben wir die Nummerierungszeichen. Und dann können wir nochmal ausmachen und an, dann sehen Sie einen Punkt und dann an und an. Und wir können auch einfach unsere Nummerierung und unsere Aufzählungszeichen einfach ändern, indem wir einfach eine andere Art so aussuchen. Und hier kann ich euch zeigen, Sie können zum Beispiel hier anstellen, so dass eine Ebene niedriger ist. Und hier können Sie einfach eine Ebene mit Unterpunkten niedriger verschieben. Und hier haben Sie einen Antrag ohne Nummerierung. Also wenn Sie einen Antrag ohne Nummerierung haben wollen, dann drücken Sie einfach hier drauf und dann wird es einfach ohne Nummerierung. Also und wenn Sie einfach einen Absatz nach oben verschieben wollen, dann verschieben Sie einfach so und nach unten wird es einfach so. Sie sehen schon, was man damit machen kann. Also nach oben verschieben und nach unten verschieben. Und hier können wir einfach mit Unterpunkten nach oben und nach unten verschieben. Also Sie sehen schon. Und hier können wir einfach die Nummerierung neu beginnen. Also wenn Sie nicht damit zufrieden sind, dann können Sie einfach die Nummerierung nochmal neu beginnen. Und hier haben Sie auch die Nummerierungszeichen, wie Sie ändern können. Also Sie haben viele Modelle hier, also Sie können zum Beispiel diese Modelle auswählen oder diese hier und wenn Sie zum Beispiel die hier ausgewählt haben, dann drücken Sie einfach, Sie können OK drücken und sagen, okay, ich möchte nur jetzt diese Nummerierungszeichen haben, diese Aufzählungszeichen haben oder Sie sagen, ja, ich möchte eine andere, dann können Sie nochmal hingehen und zum Beispiel dieses Zeichen hier einfach nehmen. Also so können Sie einfach die Sache ändern, wie Sie wollen und auch es geht auch mit der Nummerierung. Sie können auch mit der Nummerierung einfach ändern, wie Sie wollen. Und von daher haben Sie auch die Gliederung, die Grafiken, wie Sie haben wollen. Alle Optionen haben Sie einfach hier, wie Sie einfach ändern wollen. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag.